Hallo und herzlich willkommen wieder bei Viva Levolution. In der zweiten Episode von Viva Levolution werde ich ein bisschen auf das Preflop-Spiel eingehen. Dazu ist es unbedingt notwendig, dass ihr den allgemeinen Spielablauf verinnerlicht. Das ist der Tisch. Das sind die einzelnen Sitzplätze, Small Blind Einsetzer, Big Blind Einsetzer, Dealer Button. Small Blind und Big Blind Einsetzer sind die Zwangseinsetzer und müssen vor dem Austeilen der Karten durch den Dealer gepostet werden. Die gängige Bezeichnung für die Spieler ist hier eingetragen. Direkt neben dem Dealer, links neben dem Dealer, befindet sich der Small Blind, gefolgt vom Big Blind, der Under the Gun Spieler, UTG, Middle Position Spieler, MP, Cutoff, CO und der Button oder Dealer halt. In der nächsten Runde wird der Dealer Button einen Spot weiter nach links gegeben und der Big Blind ist der Small Blind und UTG wird zum Big Blind. Von der Spielstrategie her ist es wichtig zu wissen, ob wir uns im Small Blind, UTG oder im Cutoff befinden, da wir uns aus unterschiedlichen Positionen, unterschiedliche Hände nur profitabel spielen können. Außerdem sollte jedem klar sein, dass vor dem Flop der Spieler UTG der erste sein wird, der handeln muss. Also nachdem die Zwangseinsetzer von Small Blind und Big Blind gepostet wurden, wird UTG gefragt, was er machen will. Er hat dann folgende Optionen. Also er kann mitgehen, limpen, was eigentlich nur bedeutet, dass er den Mindesteinsatz, also den sogenannten Big Blind, zahlt. Dies ist generell schlecht und wir machen das nicht. Eine Standarderhöhung, ein Raise, sollte das 2,5 bis 3,5-fache plus ein Big Blind pro Limper groß sein. Als letzte Option hätten wir das Passen. Haben wir jetzt die Situation, dass sich MP dazu entschließt zu erhöhen, dann können wir im Cutoff ein Re-Raise machen, also seine Bet wiedermals erhöhen. Dazu setzen wir den Big Blind einfach durch seine Erhöhung. Das heißt, wir setzen das 2,5 bis 3,5er seiner Erhöhung plus einmal seine Erhöhung für jeden Limper. MPQ geht das halt nicht, aber falls wir im Dealer-Button wären und MP hätte erhöht, der Cutoff hätte gecallt und wir würden 3 betten, würden wir halt 3,5 bis 4,5-fache der Erhöhung von Middle Position Player setzen müssen oder setzen sollen. Ist nur eine Empfehlung. Jetzt glaube ich, haben wir im Endeffekt die Grundlagen für das Preflop-Spiel erstmal soweit verinnerlicht. Also wichtig aus dieser Episode ist, dass wir Under the Gun als erstes handeln müssen. Vorm Flop. Und dass Small Blind, Big Blind Zwangseinsätze machen und der Button halt immer Position hat auf den gesamten Tisch nach dem Flop. Das war's im Endeffekt für die zweite Episode und in der nächsten Episode gibt's die von Poker Coach für Anfänger empfohlenen Ranges, also die Starthandauswahl für die einzelnen Positionen. Viel Spaß an den Tischen und weiterhin viel Glück.